Okay, in irgendeinem dieser Häuser wird auf jeden Fall der Ort sein, wo wir lang wollen. Genau. Musst du das Haus jetzt suchen? Nee, Tüftler war nicht richtig. Trankbrauer auch nicht. Das ist, ja genau, das ist Nuklikuko. Da steht nichts. Da steht nichts? Da steht da nichts. Waren wir doch schon mal drin? Kennen wir dich? Ach, Stammland, die Küche selten. Das ist mein Hobby. Viele der Gegenstände hier sind euch das wertvoll. Passt ja auf, dass du nichts davon kaputt machst. Moment. Was, Alter? So Flegel! Was fällt dir ein, meine kostbare Antiquität darauf zu schlagen? Die wirst du mir ersetzen, du Rabauke! Das möchte ich. Ich schätze den Wert auf etwa 20 Rubine. Ist ja nicht viel. Ein paar mehr oder weniger. Was macht das schon? Was sagst du da, du frecher Pingel? Ich soll mir den Wert einfach nur ausgedacht haben? Pah, erzähl das sogar keinen Blödsinn nicht. Ich hab das ehrlich berechnet. Und jetzt will ich keine Ausflüchte mehr hören. Her mit dem Geld, sofort! Ey! Beim nächsten Mal bist du dran! Hast du noch mehr kaputt machen? Ich will noch mehr kaputt machen. Vielleicht klaue ich hier was. Nee, nee, das war ein Fehler. Das hast du einfach meine wertvollen Antiquitäten zerstört. Beim nächsten Mal bekommst du was zu hören. Soll ich es immer wieder und immer wieder machen? Ich meine, sie klaut mir gerade 20 Rubine, aber vielleicht passiert noch irgendwas Lustiges. Was? Händler? Händlerhaus. Aha. Ups, war ich das? Ah, einfach so, Leute, umzugehen, das geht gar nicht. Das war ganz besonders teuer. Etwa 30 Rubine würdest du mir dafür wohl geben müssen. Tja, das hast du davon. Jetzt hast du einfach mal alles kaputt gemacht. Beim nächsten Mal bekommst du was zu hören. Du musst es einfach immer wieder machen und wieder Geld geben. Passiert dann irgendwas am Ende? So, hier, nimm das Herz und verschwinde bitte. Könnte ja sein. Who knows, I do not know. Aber ich verschwende gerne mein Geld. Weißt du, wie selten was ist? 10 Rubine muss mir dafür schon geben. Oder mehr oder weniger, wie auch immer. Herr damit, du Rüppel. Diesmal waren es so 10. Okay, keine Ahnung, müsst ihr mir sagen, falls noch irgendwas zu geben ist. Ich habe jetzt einfach 50 Rubine, 60 Rubine, glaube ich, abgegeben. Für nichts. Keine Ahnung. Oh, schade, dass ich am Anfang nicht alle Häuser durchsucht habe, oder konnte ich das am Anfang nicht, ich habe es dann irgendwann vergessen. Schade, das hätte man eigentlich am Anfang machen müssen, ne? Sorry dafür. Ich werde in Zukunft darauf achten, dass ich in jedes Haus direkt am Anfang gehe. Aber war trotzdem lustig. Ich habe in ihrem Bett mal geschlafen, weil ich dachte, vielleicht ist es nur in der Nacht da. Und jetzt redet sie mit mir. Mike, willst du einfach schon nach Hause gehen? Falls du unterwegs, guck, das rede mal mit ihm, ja? Okay, war das ein Tipp? Ich habe jetzt nachgemacht, weil vielleicht kann man ihn ja nur nachts finden, irgendwie. In einem Haus oder draußen oder so, deshalb. Aber wenn wir jetzt erstmal Kuku sehen sollen. Vielleicht ist das ja ein Tipp, vielleicht hilft uns das weiter, weil ich finde ihn gerade wirklich nicht die ganze Zeit. Ich suche die ganze Zeit nach ihm, aber. Aua. Finde ihn nicht. Ja, da ist er. Hey Kuku. Ja? Okay, war wohl vielleicht doch nichts Wichtiges. Hä? Komisch. Ich habe zwar sein Haus jetzt nicht gefunden, aber ich habe mal in der Zeit ein bisschen weiter geguckt und habe hier Meister Otus Zimmer gefunden. Lass mich raten, er ist hier drin. Ja. Und ja, wir kennen ihn schon. Wie konnte ich dieses Zimmer übersehen? Ich habe keine Ahnung. Na, Mike, was macht deine Suche nach Zelda? Hast du sie gefunden? Wer? Narisha? Du hast doch mit dem Direktor geredet. Narisha befindet sich in der Sturmwolke. Aber er ist nicht der Narisha, den wir kannten. Er ist ein Monster. Er mag wie Narisha aussehen, aber als ich mich ihm das letzte Mal näherte, hat er mich angegriffen. Narishas Blick war so voller Hass. Er hat sich verändert. Irgendwas ist geschehen. Das kann ich spüren. Wie? Du möchtest mit Narisha reden? Das ist unmöglich. Narisha ist im Moment für unsere Worte unerreichbar.
Und selbst wenn du nah genug an ihn herankommen würdest, er würde dich angreifen und das wäre dein Ende. Ach was? Was? Du willst trotzdem gehen? Na klar. Nun, du willst es schon selbst finden, oder? Gut, ich habe das Gefühl, du lässt dich davon nicht abbringen. Ich habe eine Idee. Komm mit. Okay. Irgendwas stimmt mit Narisha in der Sturmwolke nicht. Wenn du die Ursache für sein Verhalten beseitigst, kommt der alte Narisha vielleicht wieder zurück. Also Mike, ich bringe dir jetzt eine ganz spezielle Vogelreitertechnik bei. Den Tornado-Stoß. Der Tornado-Stoß ist ein starker Angriff. Mit seiner Hilfe kannst du Narisha sicher von dem Übel, das ihn befallen hat, befreien. Die Ausführung ist im Prinzip nicht schwierig. Du musst nur X drücken, das ist alles. Zwei Sachen. Zum einen sagt er mir die ganze Zeit, oh nein, das ist unmöglich, du kannst das nicht. Okay, dann kannst du es wohl doch hier. Damit kannst du es auf jeden Fall schaffen. Und zweitens, wieso kriege ich so einen Angriff in der Luft erst jetzt? Egal. Allerdings wird dein Wolkenvogel extrem schnell und dieser Zustand hält länger als nach der normalen Attacke. Die Kunst ist, den Vogel im Flug stabil zu halten. Deshalb lernen nur die erfahrensten Schüler der Oberstufe diese besondere Technik. Für dich ist es eigentlich noch zu früh. Aber wir wollen sehen, vielleicht bist du ja schon bereit dafür. Sprinte los und spring von hier ab, dann ruf deinen Wolkenvogel. Wir werden das schon hinkriegen. Let's go! Kann das nicht. Krasse Tutorial-Musik. Also gut, Mike. Wenn du auf deinem Wolkenvogel X drückst, dreht er sich und greift an. Du musst 10 Ziele mit einem Tornado-Stoß zerstören. Ah, nervig. Sag doch einfach, wie es geht, dann kann ich nicht machen. Wenn du es schaffst, 10 Ziele in 120 Sekunden zu zerstören, dann bist du ein wahrer krasser Dude. Okay. 10 Ziele innerhalb eines guten Zeitlimits, würde ich sagen. Oh, das sieht cool aus. Stimmt, vorher war es einfach nur so ein Zack nach vorne und jetzt können wir damit aber auch angreifen. Cool. Aber ich muss nicht alle Ziele bekommen, ne? Nur 10 hat er gesagt, meine ich. Ich meine, er hat 10 gesagt. Genau. Zack, wo war noch was? Oder sind es insgesamt 10, die herumliegen? Das kann natürlich auch sein, dass ich alle 10 bekommen soll. Ach, verdammt, warte. Weil den können wir. Aber die Musik ist cool. Das ist so ein kleiner Remix von der Luftmusik. I like. Okay. Es ist noch möglich. Ich glaube, ich soll alle bekommen. Somit auch den hier. Einer steht hier noch und einer fliegt noch. Nö, es sind doch mehr als 10. Na gut, dann ist es nicht schwer. Nee, dann ist es überhaupt nicht schwer. Dann müssen wir es jetzt eigentlich geschafft haben, ne? Ja. Okay, zumindest war es jetzt heute nicht schwer. Immerhin. Ich bin bereit. Sehr gut, das ist alles innerhalb der Zeitlimits erreicht. Du beherrschst deinen roten Wolkenvogel wirklich meisterlich, Mike. Wirklich sehr gut. Du hast dir das Recht verdient, den Tornadoschuss einzusetzen. Jetzt musst du Narisha nur noch finden. Der Besitzer der Kürbisbar bringt Narisha jedes Jahr Kürbissuppe. Er müsste dir helfen können. Ja, am besten fragst du ihn um Rat. Okay. Hin und her und hin und her und... Ich will doch nur wissen, wie ich das Triforce bekomme. Na gut, dann ist das halt so. Genau, die Kürbisbar müsste irgendwo hinter diesem Strahl sein. Das sieht man jetzt halt nicht. Muss ja erstmal geladen werden. Wir sehen uns gleich wieder. Sieht voll cool aus jetzt mit dem Dashen. Und ab! Okay. Also kriegen wir mehr Informationen zum Kürbisbasser, aber können wir nicht einfach schon in den Sturm reinfliegen? Einfach so? Und den selber suchen? Ich wüsste nicht, was daran verkehrt ist. Aber wir fragen trotzdem mal nach. Hi! Was ist los? Es sieht aus, als würde ob sich etwas. Was? Es ist, als würde dich etwas bedrücken. Nun. Narisha! Ich kenne Narisha recht gut. Ich bringe ihm jedes Jahr eine große Portion meiner Kürbissuppe. Doch vor einiger Zeit tauchte plötzlich dieses gigantische, die gigantische Sturmwolke auf. Deshalb konnte ich Narisha dieses Jahr leider keine Suppe bringen. Ich bin untröstlich. Wirklich? Du willst Narisha etwas von meiner Suppe bringen? Es ist mir zwar schleierhaft, wie du mit deinem Vogel durch diese riesige Sturmwolke fliegen willst, aber da er schon lange keine Suppe mehr hatte, werde ich sie dieses Mal besonders lecker würzen. Warte hier. Ich werde mich beeilen und in Windeseile etwas Leckeres zusammenbrauen. Dass er mir noch vertraut? Krass. Hier ist sie! Ich koche nun schon seit Jahrzehnten, aber dies hier ist wohl die leckerste Kürbissuppe, die mir je gelungen ist.
Gebieter, ich werde nach dem Roboter rufen. Fertigfall, hier bin ich. Psst. Der schon wieder. Eine wirklich schwere Ladung dieses Mal, aber das geht in Ordnung. Ich darf das. Psst. Ich warte draußen auf dich. Gib mir einfach nur Bescheid, dann folge ich dir überhin. Was aber eine große Kürbissuppe, ne? Eine riesige. Kostet das was? Normalerweise biete ich Narisha meine Suppe auf einer kleinen Insel innerhalb der Sturmwolke da. Du kannst dich gar nicht übersehen. Über ihr schwimmt ein Regenbogen. Viel Glück. Ah, die Regenbogeninsel. Ah, jetzt wird sie mal wichtig. Ich habe mich schon gefragt, warum ist da ein Regenbogen? Der ist, um zu markieren, wo man dann hin muss. Aber das ist wirklich nicht zu übersehen. Dann bis gleich. Ich frage mich, wo wir hin müssen. Habt ihr vielleicht eine Idee? Oh Gott. Jetzt können wir die angreifen. Die kann man eigentlich auch schon ohne diese Attacke angreifen, tatsächlich. Also bei mir hat es immer geklappt, wenn ich einfach normal gedasht bin, aber jetzt haben wir halt eine richtig coole Animation dafür, wo wir uns drehen. Krass, dass Licht da festhalten kann. Aber egal. Hier sollen wir landen? Oh Gott, es sind Herzen überall. Kommt da jetzt ein Kampf? Ich stelle die Kürbissuppe hier ab. In Ordnung? Das ist ein komischer Ort. Ich habe das Gefühl, dass hier gleich irgendwas was ganz Großes erscheint. Psst. Für mich auch. Ich mache mich dann mal vom Acker. Ja, irgendwas Großes wird jetzt passieren. Wortwörtlich. Was zum? Ein... Was? Was bist du denn für einer? Was ist das denn? Du bist doch kein Mensch. Du bist ein Monster. Moment, dann sind wir hier richtig. Scheinbar ein Bosskampf gegen... Großer Himmelsgeist, Narisha. Boah, sieht der krass aus mit seinem mächtigen Bart. Okay, was müssen wir machen? Wahrscheinlich seine Augen aufspießen, oder? Die, diese Dinger. Und vielleicht abschießen, das kann auch sein, mit dem Bogen, mit unserem mächtigen neuen Bogen. Den wir jetzt länger aufladen können anscheinend. Ob ich das gut weiß, finde, weiß ich nicht. Ich treffe nicht, verschwende meine ganzen Pfeile. Muss ich damit noch was machen? Nee. Bitte? Guck mir das Ganze mal an. Okay, jetzt kommt er wieder zurück. Okay, warte, komm wieder zurück. Glaube ich. Er dreht zumindest, glaube ich. Vielleicht ist es doch nicht mit dem Bogen, weil man kriegt hier nichts. Da kann ich auch nicht drauf oder so. Ich würde nichts machen. Soll ich jetzt mitfliegen? Ah, ich dachte, ich soll da warten auf der Insel. Ne, da kann man sich nur heilen. Okay, ich glaube, ich soll auf ihn drauf, oder? Sieht aus, als hätte er so ein Sattel über sich. So ein Schildgruppenpanzer oder so. Ah! Ah. Okay. Nein! Was? Das hat scheinbar nicht so gut funktioniert. Okay, vielleicht soll ich ihn mit meiner neuen Attacke angreifen. Zum Beispiel auf den Augen. Das wäre eine weitere Vermutung, die ich hätte. Probier's mal aus! Wenn ich treffen würde, wäre es natürlich optimal. Versuchen wir es einfach erneut. Und erneut. Aber ein bisschen näher ran muss ich. Jetzt! Nee. Oh, der tut mir weh. Oh, das ist blöd. Und diese blöden Viecher hinter mir jetzt auch noch. Ich ignoriere die jetzt erstmal. Zack! Ja, ich muss die Augen zerplatschen. Eklig. Die Augen ausdrücken. Na gut! Ach, jetzt hab ich ja niemanden getroffen. Noch. Ernsthaft? Nein! Hätte ich früher gedrückt, dann hätte es vielleicht noch gegelt. Egal. Ich muss auf seinen Schweif aufpassen. So wie jetzt. Oh mein Gott. Okay, jetzt. Nein. Boah, das ist so blöd. Du kannst ihn nicht aimen, das ist das Problem.
Und warum bin ich schneller als er? Oh mein Gott. Ah, das ist echt mies. Das ist echt nicht schön. Nicht nur diese Dinger, diese Augen da abzudrücken, sondern allgemein dieser Kampf ist nicht schön. Weiß nicht, funktioniert's! Okay. Aua. Ein weiteres Auge habe ich. Ja! Eins noch! Das war lacker. Ich habe nichts gesehen. Okay. Bam! Jetzt habe ich sie. Oh. Jetzt hat er ein Auge da drin. Oh. Oder das ist er vielleicht. Versteckt er sich einfach nur in dem großen Ding? Wer ist jetzt der Gegner? Das Ding oder das große, der große Wal oder? Keine Ahnung. Kann ich da drauf landen jetzt? Vorhin durfte ich nicht, vielleicht darf ich ja jetzt. Achso, ich bin nicht hoch genug. Na komm, flieg doch! Das werde ich mich hier treffen lassen. Ne, gut. Ich versuch's mal. Ah, jetzt kann ich hier stehen! Jetzt kann ich hier stehen! Jetzt kommt er nicht mehr. Dann muss ich vielleicht rein. Ich glaube, jetzt geht der Kampf erst richtig los. Auf ihn drauf. Oder neben ihn. Ich weiß nicht immer noch nicht, wer ist. Oh, das ist jemand anderes. Fauläugiger Riesenparasit. Baba, um was? Parasit? Nö. So, aber nicht mein Freund. Oder muss ich das zu ihm schlagen? Ah, ich muss auf seine Augen schlagen, glaube ich. Oder seine Flügel. Ja, auf seine Flügel. Und dann... Machst du mir keine Angst. Jetzt... Ah, wahrscheinlich jetzt auf ihn. Ich mach doch. Ja, schön. Und jetzt kriegst du so schnell. Ich schlag dir so in dein Auge rein, dass du gar nichts mehr siehst. Verstanden? Na komm! Na komm! Komm her, mein Freund! Ja, ist das andere jetzt wieder? Jetzt nicht mehr, okay. Na komm! Ein einfacher Kampf, mega easy, der kann ja. Aua! Gar nichts habe ich gesagt, du kannst gar nichts, mein Freund! Bam, 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 bam! Macht Spaß! Macht Spaß! Ah! Kann man den Kern richten. Bam! Und noch einmal. Jetzt ist er hoffentlich tot. Oder mache ich irgendwas falsch? Nee, ich mach schon. Oh, jetzt weicht er aus. Aber nur einmal. Okay, nochmal. Ja! Noch einmal! Oder muss ich ihn zweimal hintereinander treffen? Das gilt sonst nicht. Ich muss halt wissen, wo er stehen bleibt. Nein! Ich hab's zu spät. Okay, ich muss ein bisschen weiter weg, damit ich ein bisschen mehr Reaction Time bekomme. So, ungefähr. Genau! Er macht nochmal. Nochmal das gleiche. Und nochmal. Noch einmal. Wie oft denn noch? Jetzt ist er down. Eieiei. Kleiner neben Zwischenboss auf ihn drauf. Oder vielleicht war der Boss. Bin nur noch sehr verwirrt, wenn du bist. Aber. Er ist down und der Wal scheint sich zu beruhigen. Er ist nicht mehr besessen von den Parasiten. Was zum... Wo gehen wir denn jetzt hin? Ah, da
Der Sturm ist weg. Hat er vielleicht den Sturm verursacht? Du warst es, der mir meine geliebte Kürbissuppe brachte. Und du hast mich vor diesem Monster gerettet, das meinen Geist und meinen Körper befallen hat. Der Geruch meiner geliebten Suppe hat mich hierher geführt. Ich danke dir, Jüngling. Ich bin Nerisha, ein Diener unserer Göttin Hylia, und ich herrsche über das Wolkenmeer. Ich verstehe, dein Name ist also Mike, ein klangvoller Name, fürwahr. Meine Eltern haben ein gutes Gespür bei der Wahl deines Namens bewiesen. Oh, dieses Schwert, die Kraft in deinem Herzen. Bist du etwa der auserwählte Held Mike? Kann es tatsächlich sein? Wenn dem so ist, kommst du wohl, um mich nach dem Triforce zu fragen. Weißt du davon? Du stellst die Weisheit des großen Gemütsgeistes in Frage? Nun, ich will dir deinen Frevel verzeihen. Meine Vermutung ist also korrekt. Dann will ich dir etwas erzählen. Wie du weißt, unternahm die Göttin alles, damit das Triforce nicht in die Hände der bösen Mächte fällt. Aus diesem Grund hat sie es im Wolkenhort versteckt, an einem Ort, den niemand kennt. Selbst ich weiß nicht, wo sich dieser Ort befindet. Doch die Göttin gab mir einen Hinweis. Es handelt sich dabei um ein Lied für die Lyra. Oder für die Lyra, die du bei dir trägst. Es trägt den Namen Heldenlied. Das Heldenlied ist so etwas wie der Schlüssel zu dem Ort, an dem das Triforce verborgen ist. Doch die Göttin hat das Lied in 4 Teile, 4 Stimmen aufgeteilt. Eine der Stimmen kenne ich, doch die anderen 3 wurden an die erhabenen Drachen des Erdlandes weitergegeben. Du musst die 3 Stimmen des Heldenliedes jeweils von den 3 Drachen kennenlernen. Wenn du alle 3 Stimmen hast, komm zu mir und ich singe für dich die letzte fehlende Stimme. Hast du verstanden? Besuche die 3 Drachen im Wald von Faron, am Vulkan Eldin und in der Wüste Ranel. Boah, immer wieder dieses Backtracking in die exakt gleichen Orte. Weiß nicht, was ich davon halten soll, aber... Okay! Damit sollen wir jetzt alle 3 Geister, schätze ich mal, zusammenbringen. Um das Heldenlied zu singen. Damit wir an das Triforce rankommen. Denn das Triforce ist wohl die ganze Zeit dort bewohnt. Wer hätte gedacht? Aber na gut. Dann begeben wir uns, falls die Folge hier nicht endet oder schon geendet hat und es neue Folge ist, begeben wir uns zum Stimmt, wo gehen wir denn jetzt eigentlich hin? Also wir kennen ja schon den Drachen vom Wald. Den kennen wir ja schon. Das wäre, glaube ich, am einfachsten. Deshalb, ich glaube, da gehen wir als erstes hin. Hey Leute, für euch hier eine kleine Bonusszene, denn Inge hat sich vertan, man kann ja tatsächlich doch nochmal ein Herztap bekommen. Das wäre dann das 3. was wir haben. Und zwar müssen wir doch 600 Punkte erreichen. Ich soll euch jetzt den besten Versuch, den ich hier bekomme? Und wir versuchen's. Ich mag das immer dazu. Kann sein, dass es aus der Reihenfolge raus ist. Egal. Fängt aber gut an. Sag mir bitte nicht, ich muss dafür jedes einzelne treffen. Weil das habe ich schon verkackt. Mann, Steuerung! Der driftet! Der driftet, Junge! Nein! Alter! Das trollt mich jetzt aber nur noch! Bro, willst du mich verarschen? Junge, was ist das? Ich hatte es! Und der schmeißt so noch ganz nach oben, irgendwie komplett ganz weit woanders hin. Ist das dein Scheiß Ernst? Siehst du das? Wie der mich verarscht? Nein. Ich will diesen Controller auf den Boden schmeißen. Man muss nicht jeden einzelnen bekommen, man muss aber sehr viele hintereinander bekommen. Ich hab gedrückt!
Ja, Mike, du darfst dich nicht pranken lassen. Mann! Ich brauch ein Kissen. Ich schlag irgendwas kaputt gleich. Willst du zum Beispiel einen Controller? Ja, das ist das Problem. Ich schlag gleich meinen Controller kaputt. Wenn ich keinen mehr verliere, dann habe ich gewonnen. Mal zwei! Ich hab's schon wieder verkackt, weil der so Scheiße schmeißt! Genau das ist mir auch vorhin passiert! Das war's! Oh! Oh! Iggy! Ja. Nein! Oh, run dead. Oh! Das war ein Goldener! Oh, das ist gut. Jetzt trollt er wieder. Junge, jetzt. Ach, Junge. Ich troll eher. Jetzt trollt er wieder. Hör auf zu trollen. Das Problem ist, ich finde es halt nur schwer, weil der anfängt zu trollen. Wie gesagt, ich hätte es beim First Try eigentlich geschafft. Das war mein bester Try. Weil da hatte ich irgendwas mit 550 oder so. Und da dachte er sich so, ne, ich schieße jetzt durch den Zaun gefühlt, also bis nach da hinten, nach Afrika. So. Nun, ich halt doch den Irgendwie habe ich das Gefühl, ich mag One Punch Man nicht mehr. Die Hälfte aber. Du wirst ihn noch mögen lernen. Irgendwann, Mike, wirst du ihn mögen. Du wirst ihn lieben. So wie er dich geliebt hat. Wie sein eigener Sohn. Junge, hör auf so zu. Oh, Junge. Ich muss mich hier richtig drehen dafür. Hä? Schau mal, was ist das für ein Troller? Ja, und jetzt macht er wieder weit oder was? Ey, ich hatte so einen guten Run. Ich hab doch! Kommen die Glitzern denn eigentlich random? Ich glaub schon. Ich hab doch! Guck mal, es trollt der Oh, kein Wunder, dass Leute hiervon geredet haben, dass das so schwer ist. Ich hab mir schon gedacht irgendwie, also schwer war das jetzt gar nicht. Ich dachte, vielleicht liegt es das daran, dass wir Controller spielen, die damals mit Wii Mode gespielt haben. Aber jetzt versteh ich's. Das ist echt extrem schlimm! Wie willst du das predikten, Junge? Schon wieder verarscht er mich! Das ist nicht mehr möglich. Hä? Ich hab's doch getroffen! Was für? Da will ich ein Replay haben. Das hat man voll gesehen, wie ich das getroffen hab. Guck dir das an, wie weit ich gekommen bin wieder. Das ist wieder so Bullshit! Das ist wieder so ein Bullshit, ohne Witz. Aber ich glaube, im Controller ist es besser als mit Joy-Con. Oder Wiimote. Oder? Okay, keine Ahnung. Jetzt trollt er wieder, indem er mal so ein bisschen leichten. Ja, mach ich gerne. Nicht du. Der Wichser hier. Mike, ich bin ein Wichser. Aber dich meine ich nicht. Mach doch! Ja, jetzt trollt er wieder, der Wichser! Wie soll ich jetzt noch 100 Punkte erzielen? Guck dir diesen Piss an! Jetzt sag's noch, es ist menschlich machbar. Ist es menschlich machbar? Selbst Casual-Spieler können das. Selbst. Ja, eben. Ja.
Oh, Goldener! Oh, geil. Ich fände es nur geiler, wenn ich den ein bisschen später bekommen würde. Jetzt zum Beispiel wäre das cool. Ein Tipp hier ist auch nie sicher fühlen. Alter. Alter! Scheiße. Fuck! Nein, bitte! Junge, der trollt mich wieder! Jetzt, wo er weiß, dass ich ganz weit bin, wieder. Ey, du bist. Ich werde den so canceln. Mann, mein Stick hat gedriftet! Oh mein Gott, es zählt wegen dem Goldenen! Das war ein Goldener! Das hat er gezählt! Iggy! Oh Gott! Oh. Du bist große Hoffnung cool. Unserer Ritterschule. Nimm dies als Zeichen unserer Freundschaft. Guck dir den Scheiß an. Guck dir diesen verfickten Scheiß an, Alter. Was ein dreckiger. Ja, boah, ich hab gleich Bock, das alles zu zensieren, aber es ist mir so egal. Oh mein Gott, ich möchte ihm so in die schlagen. Ich möchte ihm so. Nein. Vielleicht nicht nochmal. Du wirst so ausgefeilscht! Oh. Du bist schon dunkel geworden! Sein.